und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freunde, wir starten das Video mit einem relativ ungewöhnlichen Anblick. Seit langem mal wieder hat sich hier was getan in der Halle. Hier vorne steht unser Horny Benz, frisch lackiert, frisch aus der Lackierkabine. Ihr habt es im letzten Video gesehen. Dieser Wagen bekommt nächstes Wochenende, das heißt für euch im nächsten Video bereits, den finalen Zusammenbau. Und wir schauen uns das Ding das erste Mal mit den Felgen, mit allen Teilen, komplett auf 0 bar in voller Pracht an. Außerdem, what the fuck, Alter? Was ist hier passiert? Dieser Wagen stand die letzten 3,5 Monate auf diesem Bühnenplatz. Ich habe gestern Abend noch ohne Kamera einfach schnell, damit ich fertig werde, die Achsschenkel und die Bremsen verbaut. Das sind noch die alten Bremsen. Da kommt natürlich alles noch schickilacki neu. Einfach nur, dass das Ding endlich wieder rollt. Mit den neuen Achsen alles schön gestrahlt, gepulvert. Von unten schon richtig sexy. Von oben noch eine riesen Baustelle. Aber jetzt erstmal aus dem Weg, damit diese Bühne frei ist für unseren heutigen Patienten. Und der bringt ein bisschen weniger aber wie der Subaru mit, aber auch noch genug, um dass wir uns dieses Wochenende kümmern müssen. Es ist nicht Wochenende, Digga. Es ist fucking Mittwoch. Perfekt. Wir haben hier mein 2006er BMW X3, 3 Liter Diesel mit einem gepfeffert Gewindefahrwerk, schönen 20 Zoll Brighton Felgen und einer mattgrauen Sprühfolierung. Das ist alles, was wir bis jetzt an dem Wagen gemacht haben, und das ist auch alles, was ich generell an dem Wagen gemacht habe. Ich bin die letzten 2 Jahre seit dem letzten TÜV diesen Wagen einfach nur gefahren. Knapp 100.000 Kilometer mit Anhänger zum Müll wegbringen, einfach nur in die Halle von A nach B. Der Wagen hat wirklich alles mitgemacht, ohne fast ohne Probleme. Über den Wartungsstau an diesem Wagen der letzten 2 Jahre brauchen wir nicht diskutieren. Also das ist definitiv auch auf meiner To-Do-Liste, dieses Wochenende mal einen großen Service hier zu regeln. Aber auch ein paar Verschleißteile sind definitiv zu tauschen. Und einige Teile, die ich eigentlich nicht als Verschleißteile bezeichnen würde, die aber trotzdem defekt sind und die auf jeden Fall vor dem nächsten TÜV hier noch geregelt werden müssen. Und der nächste TÜV wäre vor 2 Monaten gewesen. Und Freunde, deswegen halten wir uns auch gar nicht lange mit dem Labern auf. Ich muss jetzt wirklich möglichst schnell diese Karre wieder parat machen. Ich bin angewiesen auf das Auto. Habe mich dazu entschieden, ihn nochmal irgendwie durch den TÜV zu boxen. War auch mal länger die Überlegung, ihn abzustoßen, was Neues zu holen. Aber ich sag euch, wie es ist. Aktuell, Gebrauchtwagenmarkt, katastrophal. Hier weiß ich, was ich habe. Ich weiß auch, was ich machen muss, damit er nochmal TÜV bekommt und hoffentlich die nächsten 1-2 Jahre noch genauso zuverlässig weiterfährt. Und was soll ich sagen? Es ist doch ein bisschen was auf die Liste zusammengekommen. Das ist alles nur für den X3. Die Pakete lagen heute alle vor meiner Tür. Wenn das alles in diesem Wagen ist, kriegt er hoffentlich nochmal TÜV und ich kann weiterhin mit diesem Wagen hier im Alltag fahren. X3 ist auf der Bühne und wir beginnen dieses Projekt heute mit der Bremse an der Vorderachse. Die hier ist an der Verschleißgrenze, also man könnte bestimmt noch mal ein paar Monate fahren, aber man merkt hier schon einen krassen Krater innen sowie außen. Auch die Belege sind nicht mehr wirklich frisch. Die Bremsen wurden gemacht, kurz bevor ich ihn gekauft habe. Ich bin jetzt 2 Jahre gefahren. Ich denke, er hat es sich verdient. Damit ich die nächsten Jahre wieder Ruhe habe, baue ich gerade vorne einmal komplett Scheibe und Belege neu ein. Vorne sind wieder frisch, Belege und Scheibe sind neu gekommen, beide Seiten erledigt. Kann ich von der Liste abhaken, ich habe jetzt hier die Verkleidung bereits abgebaut, ihr seht es. Denn wir kommen zum nächsten Punkt. Das hier, meine Freunde, ist die Zugstrebe meiner Vorderachse. Und wir gucken mal bitte genau hierhin, was gleich passiert. Das Ding hat leider relativ viel Spiel. Diese ausgeschlagene Zugstrebe, die spürt man tatsächlich auch beim Fahren bzw. beim stark Abbremsen. Da habe ich immer gemerkt, dass vorne irgendwas Spiel haben muss. Es hat sich nicht mehr wirklich geil angefühlt. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es daran liegt. Die andere Seite sieht ein bisschen besser aus. Die hat nicht wirklich Spiel, aber ich habe natürlich beide Seiten neu bestellt und werde die jetzt tauschen. So sehen die aus. Super schwere, massive Gussteile. Und dieses Lager hier ist es eben, welches nach knapp 300.000 Kilometern, die der Wagen eben schon hat, irgendwann auch mal den Geist aufgeben kann. Ich gebe auf, Leute. Das hier wird heute nichts mehr.
Kurzes Update. Erst habe ich versucht, hier quasi mit einem Abzieher das Ding irgendwie runterzubekommen. Aber das ist so bombenfest. Ich habe meinen Abzieher kaputt gemacht und das hat sich nicht gelöst. Dann ist mir eine zweite Idee gekommen und zwar... Es ist ein neues Gelenk. Das war dabei. Dann dachte ich mir so, Alter, ultra geil. Ich muss gar nicht hier lösen. Ich schraube das ganze Gelenk raus und baue das quasi zusammen mit dem Neuteil ein, was natürlich viel geiler ist. Ja, gesagt, getan. Ich habe die Schrauben da oben gelöst und die hier. Das Problem ist, das hier sitzt quasi mit diesem Teil im Achsschenkel drin und ist genauso fest. Ich habe von oben geklopft, von hier geklopft, versucht das irgendwie rauszukriegen. Keine Chance. Ich habe wahrscheinlich einfach nicht die richtigen Abzieher. Ich hoffe nicht, dass das eingepresst ist, weil dann muss der ganze Achsschenkel raus dafür. Ich mache mich nochmal schlau, gucke, ob ich mir bei einem Kollegen oder so das richtige Werkzeug zum Auspressen von diesem Teil hier organisieren kann oder hole mir generell ein paar Tipps im Internet. Lass mich aber davon jetzt nicht zu lange aufhalten, weil es wird langsam spät und ja, ich habe bis jetzt nur die Bremsen geschafft und ja, da sind noch einige Teile mehr drin. Das heißt, das verschieben wir auf später. Manchmal ist das halt leider so. Muss auf jeden Fall gemacht werden für einen TÜV, aber ich komme heute nicht mehr weiter. Ich muss mich da schlau machen, deswegen kümmere ich mich jetzt erstmal um die Hinterachse, denn auch dort benötige ich neue Bremsen. Dasselbe, wir sind an der Verschleißgrenze. Für den TÜV muss das einmal gemacht werden. Okay, kurzer Zeitsprung. Bremsen habe ich euch erspart, denn wir kommen jetzt zu den spannenden Themen. Es gibt ein Problem an diesem Wagen. Darüber habe ich auf diesem Channel, glaube ich, noch nie gesprochen. Der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, wenn ich den Wagen fahre und nach vorne rausfilme, habe ich einen ziemlichen Christbaum vorne in meiner Anzeige. Das heißt, mein Tacho leuchten einige Warnlämpchen und das hat einen Grund. Und dieser Grund hat mich damals auch schon nachdenken lassen, den Wagen abzustoßen und eventuell was Neues zu holen, da ich mir nicht sicher war, ob ich mir das antun möchte, diesen Fehler anzugehen. Nun habe ich aber Hoffnung, dass es eventuell gar nicht so schlimm ist. Es kann nach wie vor sehr schlimm sein, aber wir finden jetzt zusammen raus, ob es regelbar ist. Ich spanne nicht länger auf die Folter, ich sage euch jetzt genau, worum es geht. Dieses Teil hier wird wahrscheinlich nicht wirklich jemandem was sagen, außer er kennt sich richtig gut mit solchen Allrad-BMWs aus, denn das hier ist quasi der Stellmotor von meinem Verteilergetriebe. Das erste, wovor du gewarnt wirst, wenn du einen SUV, zum Beispiel diesen X3 hier mit Allradantrieb tiefer legen möchtest, andere Räder und andere Reifen montieren möchtest, alle schreien immer sofort, dein Verteilergetriebe! Und das sogar mit gutem Grund. Beim Verändern der Rad-Reifen-Kombination und der Tieferlegung eines Allrad-angetriebenen SUVs, wie zum Beispiel diesem X3, da verändern wir quasi alles, wofür dieser Wagen irgendwann mal von sehr schlauen Leuten gebaut wurde. Denn das wurde natürlich für eine gewisse Fahrzeughöhe konfiguriert, mit einer gewissen Radreifengröße. Das funktioniert dann alles wirklich perfekt miteinander, dieses Allradsystem. Das Problem ist, jetzt kommen wir und schnallen hier so riesen Oschis drauf und legen das Ding mal irgendwie 20 cm tiefer gefühlt mit dem gepfeffert Fahrwerk. Also belasten wir das alles natürlich komplett anders, wie dafür, wo es gebaut wurde. Das war mir bewusst. Es ist eine Zeit lang gut gegangen, aber jetzt sieht es so aus, dass ich entweder A, mein Verteilergetriebe geschrottet habe, beziehungsweise das Verteilergetriebe nicht mehr so arbeitet, wie es sollte. Oder B, idealerweise nur, in Anführungszeichen, dieser Stellmotor hier kaputt gegangen ist. Ich habe mich nämlich informiert, hier dieses Kunststoffzahnrad zum Beispiel, das verschleißt gerne mal. Gerade wenn man hier ein bisschen an der Achsgeometrie rumspielt und das wirklich stark belastet wird dadurch. Es gäbe einen Reparatursatz für das eingebaute Teil oder eben für, ich glaube, 50 Euro mehr, das komplette Teil hier als Ersatzteil zu kaufen. Es sitzt ein bisschen beschissen, ne? Man sieht es hier, das ist es hier, da wo der Stecker drauf geht. Dieses Teil muss ich jetzt irgendwie ausbauen, dafür werde ich diesen Träger hier lösen müssen, dass ich an die Schrauben rankomme. Das heißt, ich stütze hier einmal komplett alles ab, dass da nichts entgegenkommt und hoffe einfach, dass ja, die vorhandenen Probleme mit dem neuen Stellmotor dann komplett weg sind. Wenn nicht, dann habe ich die Bremsen eigentlich umsonst gemacht, weil TÜV gibt es so wahrscheinlich nicht. Wir stellen uns mal vor, wir sind ein TÜV-Prüfer und starten diesen Wagen von LB Garage. Was sehen wir? Ich schließe mal die Tür. So, wir haben hier einmal ABS, dann zwei weitere Warnleuchten und 4x4. Das sind alles Warnleuchten, die vom Fehler unseres VTGs kommen. Der Wagen hat volle Leistung. Der Wagen kann natürlich auch so fahren, ne? Ich bin ja auch so gefahren. Juckt mich absolut nicht. Das Problem ist einfach, und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was hier an diesem Bild aktuell nicht stimmt. Ich habe meine Automatik auf D geschalten. Und wir schauen mal, was genau passiert. Komisches Allrad, ne? Heckantrieb X3? Das soll wohl nicht so sein. Das heißt für uns, der Stellmotor arbeitet nicht mehr. Das VTG quasi läuft nicht wie es soll. Wir fahren hier seit einigen Monaten mit Heckantrieb im X3 auf voller Leistung, ohne Probleme, kein Ruckeln, gar nichts. Aber die ganzen Fehler da drin werden den Prüfern natürlich zeigen, da stimmt irgendwas nicht. Und der Wagen wurde natürlich nicht dafür gebaut, dass ich hier mit so einem halben Antrieb nur rumfahre. Das ist nicht geil und auf Dauer wird das bestimmt auch nicht wirklich gesund für die ganzen anderen Teile an diesem Wagen sein. Deswegen hoffe ich wirklich, dass ich das irgendwie... Scheiße, Digga. Irgendwie lösen kann. Dass der auch nur so ab und zu mal dreht, ne? Also, ja. Gut.
glaube, wir haben es gesehen. Ich mache das Ding wieder aus. Ja, jetzt komme ich hier besser ran. Also, die Schrauben hier gilt es jetzt als nächstes zu lösen. Also an die Schrauben bin ich gut rangekommen. Wenn alles gut läuft, ist das die letzte. Und ich habe den Stellmotor gleich in der Hand. Okay, der direkte Vergleich. Einmal neu, einmal alt. Und das sieht für mich jetzt aber gerade so aus, als ob hier zumindest die Zähne alle noch ganz wären. Ich habe gelesen, dass diese Kunststoffzähne eben sich gern mal verabschieden. Aber im Reparatursatz habe ich gesehen, dass innen drin, also unter diesem beigen Kranz, ist nochmal ein schwarzer, der ebenfalls Kunststoffzähne hat. Vielleicht ist es auch der, der gerne kaputt geht. Weil das sieht okay aus. Ich hoffe, dass der noch besser aussieht und vor allem besser funktioniert, sofern der hier überhaupt kaputt ist. Um euch und mich jetzt hier nicht länger auf die Folter zu spannen, schraube ich das Ding jetzt rein, schließe die Stecker an und dann probieren wir direkt aus, ob das Ding wieder auf allen vier Rädern sich bewegt. Allrad und so, wäre schon geil. Das ist nicht so gut. So, neuer Stellmotor ist drin. Ja, Problem ist leider unverändert. Ja, er zeigt leider auch nach wie vor die gleichen Fehlermeldungen an. Eine Sache kann ich mir halt noch vorstellen, und zwar, dass ich hier erstmal den Fehler, quasi die Fehler rauslöschen muss und vielleicht sogar den Stellmotor neu anlernen lassen muss. Das kann ich selbst natürlich nicht machen. Da werde ich mal zu BMW fahren und nachfragen, denn ich habe natürlich davor den Wagen auslesen lassen und mal die Fehler löschen lassen. Hat gar nichts gebracht. Da wurde mir schon gesagt, wenn da irgendwas repariert wird, soll ich nochmal vorbeikommen, dann werden sie die Fehler nochmal löschen und eventuell eben, wie gesagt, neu anlernen. Ich hoffe, dass es das ist und dass danach dann alles funktioniert. Wie gesagt, das letzte Mal beim Fehlerlöschen hat das nichts gebracht. Jetzt mit dem neuen Teil hoffe ich, dass der jetzt einfach quasi noch den Fehler drin hat und deswegen den neuen Motor nicht ansteuert. Ob das stimmt, finden wir hoffentlich in diesem Video noch raus. Ich werde morgen direkt zur BMW fahren und mal nachfragen. Nächster Tag, es geht weiter. Ich habe einen Termin ausgemacht zum Auslesen bzw. zum Fehlerlöschen und Zurückstellen und Anlernen vom VTG-Stellmotor. Das machen wir auch noch in diesem Video, aber der ist erst in ein paar Tagen. Das heißt, dieses Video wird sich jetzt über mehrere Tage noch ziehen und ihr seht dann am Schluss hoffentlich, ob alles funktioniert hat. Daumen drücken bitte. Jetzt geht es aber auf jeden Fall noch um den Ölwechsel. Ihr seht es, ich habe alles gekauft, was wir brauchen. Wir machen einmal frisches Öl rein. Aktuell, wenn ich den Motor starte, ich zeige das mal ganz kurz, was er dann anzeigt, aber nicht erschrecken. Also, minus 33.500 Kilometer Inspektion. Nein, ich bin nicht seit 33.500 Kilometern drüber. Ich habe aber beim letzten Service, wo ich hier das Öl und so getauscht habe, das nicht zurückstellen lassen und war da schon leicht drüber. Und das hat jetzt einfach ganz Zeit weitergezählt. Das heißt, das können wir dann auch direkt zurückstellen lassen, wenn wir eh beim Auslesen sind wegen dem Stellmotor. Ja, ihr kennt das Spiel. Kein Tropfen auf die Finger, trotz Handschuhe. Mal schauen. Also es hat quasi funktioniert. Alter, ist da ein Druck drauf. Gib dir das. Bro! Also das war wie von der Fachwerkstatt eigentlich. Anders wird es nicht gemacht bei ATU. Genau deswegen ist unser Boden beschichtet. Ich wisch das mal auf. Das läuft hier noch ein paar Liter raus. Aber ja, Kohlrabenschwarz und heiß. Au. Ja, das hat er sich verdient, definitiv. Ölablassschraube ist wieder drin. Neuer Filter kommt rein. Und dann kriegt das Baby auch schon das neue Öl. Ich zeige euch jetzt nicht, welches Öl ich da reinmache, weil ich kann, egal welches Öl ich reinfülle, jedes Öl auf der ganzen Welt, irgendwer wird schreiben, es ist das Falsche. Das ist wie Religion. Da gibt es kein richtig, kein falsch. Auch wichtig, Innenraumfilter. Den habe ich das letzte Mal tatsächlich nicht getauscht beim letzten Ölwechsel. Das hat er verdient. Der kommt neu. Ich suche ihn mal in meinen 1000 Kartons. Einmal alt, einmal neu. Ist nicht verkehrt, denke ich. Das ist hier servicefreundlich, Alter. So, zack. Ich würde behaupten, als BMW-Vertragswerkstatt könnte ich dafür jetzt 100 Euro verlangen. Ohne Teile. So, kurzer Zeitsprung. Es sind 2 Tage vergangen und ja, ihr habt ja gesehen, das letzte, was ich gemacht habe, war so ein bisschen Servicearbeiten, ein bisschen was fürs Gewissen. Und ich sitze jetzt wieder in meinem X3. Der war jetzt für einen Tag weg und zwar bei der Werkstatt und die haben mir hier die Fehler ausgelesen. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten hier das Problem, dass der nur auf Heckantrieb lief. Ich habe den Stellmotor vom VTG getauscht und ich lese euch vor. Da, Digga, ich habe 2 Blätter und komm schon nicht mehr klar. Der Tausch des VTG-Stellmotors und das Rücksetzen der gespeicherten Werte wurde erfolgreich durchgeführt. Das hat funktioniert. Problem ist, da kommt das 2. Blatt zum Vorschein. DSC, Raddrehzahlversorgung hinten rechts, Fehlercode.
Das heißt, wir haben jetzt zwar wieder ein Allrad, aber meine Raddrehzahlversorgung hinten rechts wirft noch einen Fehler. Das heißt, wir haben immer noch Fehlermeldungen hier drin. Und ich habe mal geguckt, es ist wohl nur ein Sensor, wenn es der Sensor ist. Wenn es der Sensor nicht ist, dann wird es ein bisschen komplizierter. Ich habe jetzt mal den Sensor bestellt, ja? Und den tauschen wir auch noch aus. Zusammen mit unseren neuen Reifen. Die brauchen wir nämlich auch noch. Ne, ihr seht es hier. Fresh Meat für den X3. Natürlich wieder Hankook-Reifen, so wie auf allen Autos mittlerweile. Das ist der Ventus Evo 3. Ventus S1 Evo 3. Geiler Reifen, fahre ich wirklich jetzt schon seit, ich glaube, 2-3 Saisons oder so. Der Satz ist für hinten, denn ihr wisst, ich habe ein bisschen Sturz und der TÜV sieht das nicht so gern, wenn innen die Reifen abgefahren sind, und das ist tatsächlich der Fall. Deswegen tauschen wir die, machen die schicken neuen Hankooks drauf. Ich versuche den Sensor noch zu regeln und dann werde ich euch hoffentlich in den nächsten paar Videos hier mit einer neuen Plakette überraschen können. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und die anderen Projekte auch sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Channel. Danke, dass ihr heute dabei wart und lasst mir gerne ein paar Kommentare unter dem Video. Ich lese jedes einzelne und freue mich natürlich enorm von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und ciao. Okay, kurzer Zeitsprung. Die Bremsen habe ich ja.